So, meine Lieben, willkommen zurück zu The Raven, Vermächtnis eines Meisterdiebs. Der Gute ist jetzt hier immer noch unterwegs, gekidnappt und irgendwie befreit, mehr oder weniger, mehr schlecht als recht. Sucht er jetzt nach eine gewissen Hinweisen. Eine Arrestzelle für Crewmitglieder oder vielleicht auch für randalierende Passagiere. Ja, für die Baronin würde ich eher sagen. So, gucken wir nochmal in den Spind. Der Frachtraum scheint auch als Umkleide für die Besatzung zu dienen. Zumindest für den Teil, der seiner Arbeit nicht den weißen Anzügen nachgeht. Ja, was vielleicht nicht gerade viele sind. Hier liegt ein Rohr auf dem Boden. Nimm das mal mit. An der Stange kleben etwas Blut und einige Haare. Jee. Um die Haare tut es mir besonders leid. Ach Gott, das sind unsere Haare. Ich fasse sie auf der Seite mit den Blutspritzern an. Wer das Opfer ist, wissen wir ja schon. Ja, das ist wohl wahr. Wo haben wir denn noch etwas? Trachten? Nee, wollen wir nicht. Kiste mit Einschussloch. Wer immer da geschossen hat, hat diese Kiste getroffen. Die erste Frage lautet... Wollte er sie treffen? Und die zweite Frage, warum? Gleich mal notiert. Ein Stuhl ist das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Ich habe da hinten in der Ecke schon lange genug gesessen. Ja, das ist wohl wahr. Gefesselt und geknebelt, aber mehr scheint ja auch nicht zu sein. Wir können uns höchstens nochmal die Kiste angucken. Eventuell wollte mich der Schütze einschüchtern. Eine viel effektvollere Warnung kann ich mir nicht vorstellen. Es ist zu dunkel, um im Loch etwas zu erkennen. Ich sollte mir das später genauer ansehen. Wo bist du hin? Er ist weg. Oh mein Gott. Was ist passiert? Komm, wir gehen hoch. Wo auch immer du hin bist. Ah, jetzt. Okay, wir sind oben. Feuerlöscher ist unwichtig. Licht auch. Dann gehen wir mal durch. Wer immer die Tür verschlossen hat, ist kräftiger als ich. Na, die Tür kriegen wir doch wohl hiermit auf, oder was? Ich sollte vorsichtig sein. Vielleicht ist der Revolverheld noch in der Nähe. Was soll das, Zellner? Geruch der Waffe. Warum bedroht er mich? Ich wurde niedergeschlagen. Die Frage ist ja wohl eher, warum Sie mich mit einer Waffe bedrohen. Treiben Sie es nicht zu weit, Zellner. Warum haben Sie das Schiff nicht verlassen, so wie es abgemacht war? Ich wurde im Frachtraum niedergeschlagen. Aber natürlich wurden Sie das. Hier, sehen Sie. Vorsicht, auf der Seite könnten Fingerabdrücke sein. Sie erwarten doch nicht, dass ich Ihnen das glaube. Natürlich. Ich bin der Truhe nachgegangen. Ich habe sie im Frachtraum gefunden und offensichtlich hat sie tatsächlich jemand benutzt, um unbemerkt an Bord zu kommen. Einige Leute nehmen erstaunliche Mühen auf sich, um diese Fahrt mitzumachen. Allerdings, wer immer es war, er hat mir mit dem Rohr von hinten eins über den Schädel gegeben, als ich eine Spur untersucht habe. Ach ja, und auf mich geschossen hat man auch. Das ist doch alles Blödsinn. Sie wollten unbedingt diese Fahrt machen und haben eine Möglichkeit gefunden, hier zu bleiben. Ich sollte sie über Bord werfen. Ich hätte mir etwas weniger Schmerzhaftes einfallen lassen können. Das sieht wirklich nicht gut aus. Sehen Sie? Und da unten steckt ein Projektil in einer Holzkiste. Ich habe keine Waffe. Der Doktor soll sich das mal ansehen. Kommen Sie mit. Oh Mann. Der arme Zellner.
Inspektor Legrand und Wachtmeister Zellner. Beehren Sie uns also doch auf der Reise? Anscheinend. Wir suchen Dr. Gebhardt. Lassen Sie nur, Captain Conti. Die Conti. Ich komme schon allein zurecht. Sagen Sie nur James Bescheid. Er soll mich unbedingt um 9:45 wecken. Verstanden? Gewiss, Madame. Unbedingt. Ich werde es ihm ausrichten. Ich ziehe mich jetzt in meine Gemächer zurück. Sie werden doch heute Abend um 10 im Salon sein, nicht wahr? Wenn Sie es wünschen. Es wird ein Ereignis. Das kann ich Ihnen versprechen. Die Alte ist durch. Die frische Meeresluft und das eine oder andere Glas Champagner. Aber ich freue mich, dass Sie sich doch noch entschlossen haben, mit uns nach Kairo zu kommen. Nicht ganz freiwillig, behauptet er. Ich wurde niedergeschlagen. Von hinten. Aber das ist doch... Dr. Gebhardt soll sich das mal ansehen, Kapitän Di Conti. Selbstverständlich. Kommen Sie in den Salon, Wachtmeister Zellner. Ich werde den Doktor rufen lassen. Ja, wie soll man sich denn selbst so viel Schmerz zufügen? Da sind Sie ja. Unser tapferer Wachtmeister Zellner hier wurde angegriffen. Schlag auf den Kopf. Oh. Setzen Sie sich bitte hin. Nun erzählen Sie schon. Was ist passiert? Ja, ich wurde niedergeschlagen. Warum wurde ich nicht gesucht? Wo sind wir? Ja, gesucht, ja, weil jeder damit gerechnet hat, dass er wieder von Bord geht, nicht wahr? Wo sind wir? Das ist auch relativ unwichtig. Wir sind auf dem Weg nach Kairo. Also die beiden Dinge, die wissen wir selber. Deswegen erzählen wir unsere Geschichte. Ich glaube, Sie haben einen blinden Passagier an Bord. Ich wurde niedergeschlagen. Unverschämtheit! Ich werde die Crew sofort anweisen, das Schiff gründlich zu durchsuchen. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, mit uns die Fahrt fortzusetzen, Herr Zellner. Wenigstens einer, der mich nicht über Bord werfen will. Ist es schlimm? Ja, tut ziemlich weh. Ich habe mit Dr. Gebhardt gesprochen. Er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Wie schlimm es ist, kann ich noch nicht sagen. Aber ich! Es tut ziemlich weh! Wo sind wir? Und wie spät ist es? Ich muss lange ohnmächtig gewesen sein. Es ist kurz nach 8 Uhr abends. Das Dinner ist gerade vorbei. Aber um 10 Uhr treffen wir uns alle hier im Salon zu einem kleinen Umtrunk. Die Begrüßung der Gäste durch den Kapitän am ersten Abend ist ein fester Programmpunkt jeder Fahrt. Wie viele Finger sehen Sie? 3. Naja, eigentlich 5. Aber, was für Finger? 3 Finger. In Ordnung. Okay. Warum hat man nicht nach mir gesucht? Ist niemandem aufgefallen, dass ich nicht aus dem Frachtraum zurückgekommen bin? Wir haben Sie gesucht, aber nicht gefunden. Wer sollte sich im Frachtraum umsehen? Constable Oliver. Und darüber wird noch zu sprechen sein. Allerdings. Sie sind soweit in Ordnung, Wachtmeister. Die Blutung hat schon aufgehört. Die Wunde sieht gut aus. Vielleicht haben Sie eine leichte Gehirnerschütterung. Eine ruhige Nacht und morgen haben Sie nur noch Kopfschmerzen und eine beeindruckende Beule. Juhu! Danke. Das ist doch ein Grund zum Feiern. Genau. Genug von Ganoven und Dieben. Ab jetzt können Sie Ihre kostenlose Kreuzfahrt genießen. Inspektor! Was? Ein dunkler Schatten! Oberdeck! Gerade eben! Los, das sehen wir uns an! Ich komme mit. Ich auch. Nein, Sie bleiben hier. Wollen wir das ausdiskutieren? Robert, Sie gehen zur Baronin und lassen Sie nicht aus den Augen. Zellner, Sie kommen mit nach Backbord. Und Sie gehen nach Steuerbord, Doktor. Ich werde auf dem Vorderdeck anfangen und mich bis zu Ihnen beiden zurückarbeiten, verstanden? Aber... Baronin von Trebitz? Hallo? Baronin von Trebitz, öffnen Sie die Tür! Okay.
Hier scheint wieder mal nicht alles so koscher zu sein, wie es sein sollte. Dr. Gebhardt wollte unbedingt mitkommen. Aber jetzt scheint er sich nicht mehr so sicher zu sein, ob das eine gute Idee war. Der Rabe ist garantiert an Bord. Alles klar, Doktor? Natürlich. Warum denn nicht? Es ist nur... Also... Ich würde lieber mit Ihnen kommen. Sie haben den Inspektor gehört. Aber ich nicht. Was war nochmal mein Auftrag? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Komm, wir gehen erstmal zu Oliver hier. Was, wo willst du denn hin? Sag mal, das eine Glas muss dich ganz schön angestrengt haben, oder? Hier, da war was. Betrachte. Die Baronin war sternhagelvoll. Es könnte dauern, bis sie sich zur Tür bequemt. Wenn sie dann überhaupt noch lebt. Bis gleich, Doc. Sollte ich ans Oberdeck? Oh nein. Ich werde nicht alleine auf Verbrecherjagd gehen. Nun kommt er doch mit. Aber er scheint nicht so verdächtig zu sein. Ist alles in Ordnung? Vielleicht sollten Sie sich besser ausruhen, falls der Schlag doch heftiger war. Geht schon. Und wir haben die Herztabletten weggeschmissen. Zellner, hier oben! Kommen Sie. Ich glaube, das kam von da oben. Sicher, du wolltest nur mal frische Luft schnappen. Zellner, schauen Sie, wen wir hier haben. Wenn das nicht unser Schatten ist. Und unser blinder Passagier. Bist du kürzlich in einer Truhe gereist? Ich, nix. Er behauptet, zur Crew zu gehören, hat nur kurz Luft schnappen wollen. Aber sicher. Die Baronin öffnet ihre Tür nicht. Verstanden. Bringen Sie den Jungen in die Arrestzelle, Robert. Oh, oh, oh. Sie hatten recht. Es gab einen blinden Passagier. Ja, aber der Rabe kann er nicht sein. Er ist zu jung. Richtig. Was aber nicht heißt, dass der Rabe nicht doch hier herumspukt. Was war das? Ein Schuss. Er kam aus einer der Kabinen. Oh nein. Baronin von Trebitz? Baronin! Öffnen Sie die Tür! Gehen Sie bitte aus dem Weg! Wir haben es mit einem Mord zu tun, Gentlemen. Schnell, Zellner. Der Mörder muss noch in der Nähe sein. Es ist so gut wie niemand an Deck. Jeder, der sich draußen befindet, ist verdächtig. Dieses Mal kriegen wir ihn. Zellner, sind Sie in Ordnung? Ja, na los. Wir müssen. Zellner? Zellner! Verdammt! Wow. Der arme Zellner. Hätte er mal die Herztabletten nicht weggeschmissen. Wen haben wir denn da? Ausgeschlafen? Ja, danke. Hab nicht freiwillig geschlafen. Stand der Ermittlungen. Sparen Sie sich das. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Sparen Sie sich diesen Ton.
Während Sie geschlafen haben, haben wir anderen gearbeitet. Toll. Irgendwelche Verdächtige? Was hat mich so ausgenockt? Tathergang. Ich bin doch gestern Abend nicht wegen des Schlags auf meinen Kopf umgekippt, oder? Sieht nicht so aus. Inspektor Legrand vermutet, dass Sie betäubt wurden. Aber wie der Champagner? Wer hat Ihnen den Champagner gegeben? Kapitän Di Conti. Interessant. Irgendwelche Verdächtigen? Haben Sie schon jemanden festgenommen? Sie meinen außer dem Araber? Er kann den Mord schwerlich begangen haben. Sie müssen doch bei ihm gewesen sein, als es passierte. Wir haben den Schuss auf dem Vorderdeck gehört. Ich habe den Gesellen in die Arrestzelle im Frachtraum gesperrt und bin dann gleich wieder hoch, um Inspektor Legrand zu unterstützen. Sie träumten da schon den Schlaf der Gerechten. Einfach nur, weil wir es können. Was war mit dem Champagnerglas? Wegen des Champagners. Müsste man nicht Rückstände von Betäubungsmittel im Glas finden können? Genau das untersucht Legrand gerade. Wie das ohne Labor? Oh, er hat eins. In seiner Kabine steht alles voll von so modernem Ermittlungskram. Schon beeindruckend, zu was der Inspektor in der Lage ist. Ein fähiger Mann, keine Frage. Und überraschend gut vorbereitet. Und fleißig. Er arbeitet schon die ganze Nacht wie ein Besessener mit seinen Pinseln und Tinkturen und Gläsern und allem. In der Haut des Raben möchte ich nicht stecken. Also der Legrand, der ist mir aber noch zu vorbereitet. Anders kann man das nicht sagen. Irgendwas ist auch mit dem nicht ganz sicher. Abgesehen vom Araber, sind Ihnen andere Personen aufgefallen? Keine Chance. Sekunden nachdem der Alarm losging, wimmelte es an Bord von verängstigten Passagieren. Tja. Ein cleverer Schachzug, um im allgemeinen Trubel unerkannt zu bleiben. Und trotzdem haben wir einen Hauptverdächtigen. Den Raben. Glauben Sie wirklich, dass er zurück ist? Ich glaube, dass niemand so viel über den Raben weiß wie Legrand. Trotzdem erscheint es unglaublich. Das, auf jeden Fall. Was ist der vermutete Tathergang? Wie wurde die Baronin ermordet? Der Baronin wurde aus nächster Nähe ins Herz geschossen. Genaueres weiß ich noch nicht. Der Doc untersucht die Leiche unten auf der Krankenstation. Und niemand hat etwas Verdächtiges beobachtet? Niemand hat gesehen, wie eine Rabengestalt die Kabine der Baronin verlassen hat, wenn Sie das meinen. Den Schuss haben einige gehört. Inspektor Legrand will sich die Passagiere heute Morgen noch einmal vornehmen, sobald sie sich alle etwas beruhigt haben und er die Indizien gesichtet hat. Na, das kommt mir aber sehr spanisch vor. Das müsste also auch jemand gehört haben, als jemand unten auf die eine Kiste geschossen hat. Und vor allem muss jemand Handschuhe getragen haben, denn wenn er aus nächster Nähe auf ein Herz schießt, dann hat er garantiert, auch so hat er Schmauchspuren an den Händen dran und dann könnte das nachgewiesen werden. Mit einem Labor an Bord sollte das nicht allzu schwer fallen. Muss man bloß eben die Leute zusammengepfercht lassen und nicht alle irgendwie wild durch die Gegend laufen. Egal. Ich gehe davon aus, Sie und Legrand haben den Tatort und die Umgebung untersucht? Natürlich. Und wir konnten schon einen Haupttreffer landen. Die Tatwaffe. Tatsächlich? Wo haben Sie die gefunden? Auf der Gangway. Die Gangway, mit der man das Schiff betritt, kann geschwenkt werden und liegt am Schiffsrumpf an, wenn man sie nicht braucht. Der Mörder wollte die Waffe mit Sicherheit im Meer verschwinden lassen. Er ließ sie unauffällig über Bord gleiten. Und sie landete auf der Gangway. Pech. Aber Legrand und ich waren unmittelbar nach dem Schuss auf dem Nebendeck. Da war niemand. Vielleicht hat der Mörder die Waffe erst später entsorgt. Wir haben sie erst im Morgengrauen entdeckt. Ich denke, ich werde erst einmal Inspektor Legrand aufsuchen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sie werden mich nicht mehr los. Ich bin hier und ich bleibe hier, Konstable Oliver. Wie auch immer. Inspektor Legrand hat mich dazu abkommandiert, den Frachtraum mit unserem besonderen Gast zu bewachen. Ist mir ganz recht. Ein Inspektor Legrand kann vielleicht tagelang ohne Schlaf auskommen, aber ich kann das nicht. Es ist nicht leicht, mit großen Tieren mitzuhalten, Wachtmeister Zellner. Nein, vermutlich nicht. Nein, und das mit der Waffe, das kommt mir auch irgendwie nicht ganz plausibel vor. Och, ich schmeiß die mal über Bord und sie fällt da rein. Das wird er garantiert, wenn's der Rabe war, vorher ausgekundschaftet haben. Die Waffe, die hat er wahrscheinlich sogar vorher dort deponiert, damit auch ja nicht der Verdacht auf ihn fällt. Legrand, wir werden sehen. In einem der nächsten Parts, aber nicht in diesem. Vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.